Tag, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir den, muss gucken, 6. November 2023. Lese gerade wieder hier im Internet verschiedene Zeitungen. Und da kommt hier gerade so ein Ticker rein. Und zwar, dass die USA Atom-U-Boote oder mehrere U-Boote jetzt vor die Küste Israels wohl schicken oder dass sie schon da sind. Wir werden gleich mal in den Artikel reingehen. Und dass auch Russland wohl eine Interkontinentalrakete abgeschossen hat. Und ist die Frage, wo die hat gemacht haben. Wer tummelt sich denn noch alles im Mittelmeer rum? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass China oder Russland jetzt hier tatenlos zusehen. Dient angeblich alles nur zur Abschreckung. Und gestern hat wohl der Minister von Israel für Kultur, auch sehr rechtsradikal, fanatisch, auch erwähnt, Atombombe könnte man ja auf den Gaza abwerfen, damit wäre das Problem direkt gelöst. Erschreckende Worte, also man nimmt das Atomkrieg wieder oder nukleare Raketen für meine Meinung viel zu oft in den Mund. Ich habe die große Befürchtung, dass wir ja wirklich kurz vor einem Atomkrieg stehen. Wenn schon so viele Sachen aufgefahren werden, man sagt zwar nur zur Abschreckung, aber naja, wir gehen in den Artikel rein, werde ein paar Sachen dazu sagen, damit wir hier so ein bisschen einen Leitfaden haben und mache dann wieder zum Schluss ein Schlusswort. Ne? Okay, ich schalte euch mal um in den Zeitungsartikel. In den Süden und wo sollen die da alle hin? Das sind 2,2 Millionen Menschen. Die Stadt ist so groß wie, oder der Gazastreifen von der Quadratmeterzahl ist so groß wie Köln. Und stell euch mal vor, jetzt hätte man Köln aufgeteilt und dann müssen alle von der Südstadt, alle in die Nordstadt oder alle über den Rhein rüber. Wie soll das alles technisch gehen? Und da wird ja noch weiter geschossen. Also während des Raketenbeschusses, ich weiß nicht, ob noch zu Tage da auch geschossen wird. Und man sagt ja einfach, dass die Hamas auf Krankenhäusern überall hier ihre Kommandozentralen in Schulen, Krankenhäusern angeblich hätte. Man kann das ja alles gar nicht überprüfen. Man muss das ja alles hier erstmal so hinnehmen, wie das uns die israelischen oder unsere Politiker so mitteilen. Ne? Gehen wir mal erstmal hier rein, aber ich weiß nicht, ob ihr das gestern mitbekommen habt, im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen oder in den Talkshows, ob da gesagt worden ist, dass ein israelischer Minister, habe ich hier, weil das war ja gestern, und er hat ja gesagt, ne, schaut mal hier, da bin ich hier bei Spiegel, das habe ich gestern auch noch, ne, Spiegel, Ausland, Israel, Gaza, radikaler Minister, fabuliert über Atombombenabwurf auf Gaza, ne? Das muss man sich, also man nimmt das Wort Atom wohl jetzt ganz locker in hier, erwähnt man hat alles und habe ich aber gestern hier einen Bericht zu gemacht. Ist ein Minister für Kultur, also ganz auch rechts und die wollen ja auch den ganzen Gazastreifen, habe ich auch schon in den Videos gesagt, ja, evakuieren, platt machen, richtig kaputt bomben, unbewohnbar machen, damit die 2 Millionen alle nach Ägypten, die weit, so weit in den Süden drängen, dass Ägypten das Tor aufmachen müssen, aus humanitären Gründen, weil wo sollen die sonst hin, die Leute? Da ist ja rundherum ein Zaun gebaut und ja, ne? Also ich werde jetzt hier nicht mehr reingehen, da habe ich ja gestern hier gemacht, den Artikel, geh mal erstmal hier, weil ich will ja das hier, weil die Amerikaner rüsten da wohl richtig auf im Nahen Osten und haben ja auch schon Soldaten verlegt und Flugzeuge und da stehen ja schon 2 Flugzeugträger und manche Schiffe haben ja schon nukleare Raketen, die sofort losschlagen könnten, sollte der Iran oder die Hisbollah jetzt mehrere Raketen schießen, weil ja der Bombenangriff, der wird ja in Gaza nicht mehr aufhören. Und da ist ja ein Geduldsfaden, wie lange nimmt die Welt das hin? Auf UNO wird nicht gehört, Guterres kann sagen, was er will, die Israelis machen weiter mit Unterstützung von Amerika und die stehen ja voll dahinter und es wird noch mehr hier mit Atom aufgerüstet, also vor der Küste von Israel. Ne? Gehen wir mal rein kurz in den Artikel.
Schon seit dem Kalten Krieg setzt die USA atomwaffenfähige U-Boote vor allem zur Abschreckung ein. Nun melden sie die Ankunft eines solches auch im Nahen Osten. Das U-Boot soll wahrscheinlich als Warnung an den Iran und seine Verbündeten dienen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nicht. Man weiß es nicht, aber ich will es hoffen. Ne? Das ist alles hier, dient alles zur Abschreckung, damit hier wird so ein Angriff gefahren gegen eigentlich die Hamas sind unter der Erde und wird von oben mit der Luftwaffe bombardiert. Das wird nachher kein Haus mehr aufeinander stehen. Da können wir uns schon drauf einrichten. Und dieser Krieg wird noch lange dauern. Die Hamas werden die gar nicht besiegen können. Das ist eine Terrorgruppe, Terrorzelle. Selbst wenn die da alle 10.000 töten. Oder die hören nachher dann auf, wenn da die ganze Stadt Gaza kaputtgeschossen ist. Das wäre ja noch das. Und dann machen die einen Waffenstillstand oder sagen, okay, der Norden reicht uns, sobald keine Raketen mehr fliegen. Lass ein paar Raketen aus dem Süden fliegen, dann werden die weitermachen. Dann wird der ganze Gazastreifen platt gebombt. Ne? Ja, also mal gucken, wie das weiter hoch eskaliert. Und da ist die Frage, wie lange hier wird ja auch in Berlin, habe ich auch schon Videos zu gemacht, in Berlin, in Washington, in New York, in hier Essen, Düsseldorf, überall gehen sie auf die Straße für ein freies Palästina, dass das so nicht geht. Also quasi rund um den Erdball. Und da ist die Frage, sollte jetzt Israel weiter hier machen? Dann möchte ich nicht wissen, wie nachher wenn die merken, die Friedensdemonstrationen, das bringt nichts. Hoffentlich werden die da nicht radikaler, die ganzen Demonstrationen. Das haben wir ja schon mal erlebt, 1968, dass nachher Studenten oder so Steine werfen, dass dann Waffen gezogen werden. Das kann sehr schnell eskalieren. Das ist eine Spannung in der Gesellschaft. Es ist, man hört jetzt überall diese Berichte, das Internet ist voll von nur noch Nahe Osten, weil sich da alles jetzt hier zuspitzt und die Leidtragenden sind die Leute im Gazastreifen. An die 2,2 Millionen denkt überhaupt keiner, die werden von oben bombardiert. Ich weiß nicht, wie viele Tote die Israelis haben, vielleicht, keine Ahnung, von den Soldaten jetzt. Und ich habe noch keinen abgeschnittenen Babykopf gesehen. Das muss man auch höllisch aufpassen, ob das überhaupt stimmt. Wer da Bilder hat, kann ja mal eins hier schicken. Ich habe noch keins gefunden, keins gesehen. Und gehen wir mal rein. Ohio-Klasse wird da hier beschrieben. Achso, das ist nur ein kurzer Bericht. Zur Abschreckung ist. Und da stehen schon zwei Flugzeugträger, wie gesagt, also da wird richtig aufgerüstet. Und dann ist hier die Frage, wie reagiert jetzt China darauf und wie reagiert Russland darauf? Die sind ja auch noch die großen Akteure, die, aber ganz klar, die USA ist ein Imperium. Ich weiß nicht, wer hier die meisten Atom-U-Boote hat. Das wird nachher hier ein richtiges Kräftevermessen werden. Sollte das hier wirklich hier losschlagen? Geht das aber ja in einen Atomkrieg und dann werden Raketen, da werden ja keine Soldaten großartig jetzt nach Irak oder Iran einmarschieren. Das wird alles mit Drohnen gemacht, mit Raketen, mit Interkontinentalraketen und die und die Russen haben auch solche Raketen und in den U-Booten sollten die abgeschossen werden, dann können wir unsere Welt jetzt 2-3 Mal vernichten, dann brauchen wir uns aber über Klima und so was keine Gedanken mehr zu machen, weil dann ist das alles hier hinfällig. Da soll mir keiner um die Ecke kommen, wir müssen noch CO2-Steuern bezahlen, weil wenn hier Atomraketen, selbst der Ukraine kriegt, das ist so eine Umweltverschmutzung, redet kein Mensch von. Ne? Aber muss ja alles gemacht werden. Jetzt gehen wir aber nochmal weiter, hier Russland. Genau, das ist dann, was mich dann auch noch ein bisschen abschreckt, auch hier beim Spiegel Ausland. Russland schießt interkontinental vom neuen U-Boot ab. Also sie haben ein neues U-Boot. Russland hat eine Interkontinentalrakete von seinem neuen Atom-U-Boot Imperator Alexander III abgeschossen. Vor einem Jahr fand bereits ein ähnlicher Test statt. Wir haben ein Bild dazu. Jetzt ist die Frage, wo die hat abgeschossen haben. Wo ist das U-Boot in... Wo schwimmt das rum? Im Weißen Meer sehe ich gerade. Oh, lesen wir mal den Artikel kurz an.
Russland hat nach eigenen Angaben eine Interkontinentalrakete getestet, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden kann. Die Rakete sei von dem neuen Atom-U-Boot Imperator Alexander III aus dem Weißen Meer unter Wasser abgeschossen worden und eine 1000 Kilometer entfernte Übungsgelände in den fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka eingeschlagen, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag in Moskau mit. Es handelt sich um den ersten Test einer Bulava-Rakete seit mehr als einem Jahr. Reichweite von 8000 Kilometern. Müssen wir mal 8000 Kilometer, wie weit die schießen kann. Die 12 Meter lange Bulava-Raketen mit dem NATO-Codenamen SSNX-30 haben eine Reichweite von 8000 Kilometern und sind Herzstück der russischen Nuklearstrategie. Die strategische U-Boot Imperator Alexander III ist laut russischer Armee mit 16, ja, reicht ja dann, und da kann man hier, die kann man, glaube ich, auch nicht mehr zurückholen. Wenn die einmal abgeschossen sind, kann man die, glaube ich, nicht mehr zurückholen. Ne? Jetzt haben wir eine Probe in neuen Strategie. Also es geht hier schon, das ist die Rakete, das ist ein U-Boot, sorry. So, wenn hier Nuklearwaffen hören. Was? Wenn wir hier Nuklearwaffen hören, ist es mit rational, ja. Seit Russlands Angriff gegen die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin mehrfach eine aggressive Rhetorik zum Atomwaffen verwendet. Also wir nehmen hier das Wort jetzt da auch schon in den Mund und hier schicken Atomraketen dahin. Also es spitzt sich weiter zu. Ich weiß ja nicht, wie ihr das hier alles seht. Und 8000 Kilometer ist schon eine Ansage, ne? Da kann der quasi, ja, wir sind 8000 Kilometer. Wäre ja mal interessant, wenn das U-Boot, nehmen wir mal an, in der Krim könnte der jetzt in Jerusalem einschlagen. Die kann man nicht zurückholen. Ich glaube, die kann man auch nicht bekämpfen, die Rakete. Ich denke mal, das ist eine Leichtigkeit für Russland, hier 2-3 Raketen auf Jerusalem. Das hätte verheerende Folgen. Und man sollte das wirklich alles hier ernst nehmen. Und das wird hier alles richtig eskalieren. Das mit Sicherheit. Ja, was ist der Artikel? Ja, ist da zu Ende. Also, wir müssen hier höllisch aufpassen, dass das hier nicht wirklich, ich schalte euch mal um. Also, meine Lieben, wenn ich es hier sehe mit Atom-U-Booten, nuklearen Raketen, zwei Flugzeugträger, Soldaten werden von den USA Richtung Nahen Osten gebracht. Manche sind schon da im Irak und hier in Syrien. Das sieht ja schon aus wie eine richtige Aufrüstung. Und ich hab die größte Befürchtung, dass das nicht als Abschreckung, man sagt das zwar, aber damit will man ja untermauern, dass Israel im Gazastreifen und vielleicht nachher auch im Westjordanland freie Hand hat und kann im schlimmsten Fall alle 4 Millionen, 5 Millionen Palästinenser töten oder vertreiben. Und wer was dagegen sagt, der wird atomar angegriffen. So muss man das mal so sehen. So geht das Signal ja raus. Und da ist jetzt die Frage, macht Iran, machen die ganzen arabischen Länder, ja, was sollen die machen? Sollen die jetzt da wirklich jetzt angreifen und Raketen abschieben auf Israel? Das heißt aber im Klartext, es gibt ja eine Zeit nach dem Krieg, sollte das wirklich statt, also die Hamas werden die nicht besiegen, das machen wir uns ja mal ehrlich. Und die Bilder werden wir jetzt alle nicht sehen, das wird alles rausgenommen. Also sollte das wirklich jetzt hier nach einem halben Jahr, oder ich weiß nicht, wie schnell die das jetzt hier machen, wenn schon da dieser israelische Minister, Kulturminister sagt, man könnte ja auf Gaza eine Atombombe abwerfen oder nukleare Raketen, damit das Problem auf einem Schlag gelöst ist. Und dann auch im Westjordanland. Und Putin warnt man davor, das zu machen. Wie Ursula von der Leyen sagt hier, es kann nicht angehen, dass hier Infrastruktur alles kaputt gebombt wird. Und Israel gewährt man das alles. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen, wie das ja schon die ganze Zeit ist.
Man klagt Putin als Verbrecher an, weil er da jetzt in der Ukraine einmarschiert ist. Klar ist das völkerrechtswidrig, aber andere Präsidenten waren auch völkerrechtswidrig, sind in Länder oder haben Regierungen gestürzt. Ne? Obama, Bush, Vater Bush und wie sie alle hießen, angefangen von der Chile, Pinochet mit, wie hieß er, ja, komm nicht drauf, Kuba-Krise, ach komm nicht drauf, wie heißt er, Castro, ne, Riesen, ne, Präsident und den und die Präsidenten, die für Frieden waren, wurden umgebracht, Kennedy und die ganzen Bush, wir bekämpfen den Terror und greifen dann hier in Afghanistan an, obwohl die gar nicht am dem World Trade Center beteiligt waren. Alles ist zusammengestürzt, aber die Ausweise hat man gefunden. Waren aber ganz andere Leute, nur um da in Afghanistan da, was haben sie geschafft? Mit der Bundeswehr zusammen ein reines Chaos und jetzt herrscht schon die Taliban und hochbewaffnet. Auch Terroristen. Also wie gesagt, das hat alles noch. Jetzt wird vielleicht wieder neue Geschichte geschrieben, sollte es jetzt zum Worst Case kommen, wenn Russland hier schon atomt, das ist ja auch eine Abschreckung, wenn jetzt hier noch Nordkorea auch nochmal einen Test rüberschießt, dann jetzt lass mal China die Muskeln spielen und die schießen jetzt irgendwas in der Nähe von Taiwan ab. Das heißt also, müsste ja Amerika in der Ukraine sind die ja präsent, die Waffen kommen ja überwiegend aus Amerika, dann verschiebt sich das alles in den Nahen Osten, müsste ja der ganze Zypern, die ganze israelische Küste müsste ja atomar oder mit so einer Seeflotte, die wird vielleicht immer da bleiben, die Flugzeugträger, die kann man ja gar nicht mehr wegnehmen und Amerika hat ja 10 davon. Nur wenn es noch eine zweite oder eine dritte Front aufgemacht werden sollte mit Taiwan, wenn China sagt, hier, das geht hier nicht so weiter, die bombardieren, dann muss sofort aufhören, weil die schauen ja auch dahin. Nur da wird in unserem Fernsehen, wird darüber nicht berichtet, da müsste man jetzt hier mal im Internet schauen, wie sieht das China alles? Und der nächste Brandherr, den ich hier sehe, wenn hier so viele schon in Deutschland demonstrieren mit der palästinensischen Fahne und mit dem Tuch und für ein freies Palästina und die sollen sofort Waffenstillstand, das kann nicht angehen, dass da die Menschen weiter leiden. Was ist denn, wenn jetzt hier das nicht eintritt? Wie sehen denn die Demonstrationen dann eine Woche oder zwei Wochen später aus? Und bleibt das denn weiter so friedlich? Oder werden dann unsere Polizisten mit Steinen, Feuerwerk und vielleicht mit Waffen angegriffen? Wie 1968, 67, da kommen wir direkt so parallel, wie viele hier gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben, Studenten und hast du nicht gesehen, und da sind ja auch Tote und viele Verletzte, selbst in Amerika, da wird ja auch da demonstriert gegen, und in Israel selber auch, die das auch nicht wollen, das normale Volk möchte diesen Angriff auch nicht, das ist jetzt nur die Regierung Israel, Netanjahu und seine Minister, die wollen da den Gazastreifen komplett freiräumen, für alle Mal, dass da kein Angriff mehr fliegt. Die wollen da jetzt Tatsachen schaffen und das gleiche auch nachher im Westjordanland. Die sollen alle vom Westjordanland, die Palästinenser sollen alle nach Jordanien, sollen die aufnehmen und unten die 2 Millionen sollen alle nach Ägypten, auf die Sinai-Halbinsel und deswegen macht da keiner das auf, nur irgendwann, wo sollen die 2 Millionen denn hin? Oder man tötet alle. Ich bin schockiert, wie weit sich das hier alles zuspitzt und dann macht mir große Angst, dass wir hier nachher hier in einen Atomkrieg reinrutschen sollte. Ne? Russland schießt es auch schon so eine Interkontinentalrakete ab, die 8000 Kilometer lang fliegt. Und davon, was haben wir gerade gelesen? 16 Stück oder 14 Stück auf einem U-Boot. Und ich weiß nicht, wie viele U-Boote Russland hat. 2, 3 reichen ja schon und sollte da. Das kann ja richtig eskalieren. Also wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das alles seht. Habt ihr Angst? Wie weit eskaliert das? Wie kriegt man da einen Frieden rein? Es ist es macht einen schon. Ne? Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Video.